Oh, scheiße, habe ich vergessen. Das wurde mir noch gerade erklärt. Ja, Gott sei Dank. Ich fange nochmal von vorne an. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, wie in alten Zeiten, diese Pressekonferenz selber zu beginnen, denn sie ist ja ganz außergewöhnlich. Sie ist deshalb außergewöhnlich, weil wir natürlich neben allem Kalkül für diesen Transfer auch ein wenig Herzblut dabei investiert haben. Jeder einzelne von uns, und man sieht es ja an dem Filmchen, was Katze mit uns in den letzten Monaten des letzten Jahres gemacht hat, und wir hoffen, er wird es auch künftig machen. Also offiziell, Nico Katsigiannis hat bei uns einen Vertrag unterschrieben und wechselt zum 1.7.2016 wieder zurück nach Erlangen vom THW Kiel und zunächst 2 Jahre. Ich habe ja gerade gesagt, dass wir ein wenig Herzblut vergossen haben, natürlich, und das ist mir wichtig festzuhalten. Es ist so, dass wir bei jeder einzelnen Personalentscheidung, wie sie auch immer aussieht, keinesfalls mit Emotion oder Aktionismus, sondern mit vorausschauendem Kalkül handeln. Auch hier haben wir uns natürlich schon einige Wochen damit beschäftigt, denn die Parameter einer solchen Personalentscheidung sind ja nicht nur das Herzblut, sondern eben auch die Frage, passt er uns als sportlich dazu, passt er als Mensch dazu, passt er überhaupt in die Mannschaft und ist er für uns zu bezahlen? All diese Dinge werden bei uns nicht von einem entschieden, auch nicht von zwei, sondern gemeinsam von Ralf Kosvara und mir auf der einen Seite, dem Management auf der anderen Seite und dem Trainer und dem Trainerteam, hier vor allen Dingen dem Torwarttrainer. Und ich kann Ihnen sagen, jeder Einzelne hat für Katze votiert, weil wir glauben, es ist eine ideale Ergänzung und Verbesserung unserer Mannschaft und unseres vorzüglichen Torwarts Mario Hunstock. Ich muss noch zweimal großen Dank sagen. Einmal an meinen Freund Flo Dittmeier, der uns wiederum die Locations zur Verfügung gestellt hat, zusammen mit seinem Team um Helga Roth. Herzlichen Dank für das, aber auch für all die anderen Sachen, Flo, wo du auch immer wieder in der letzten Ecke sitzt, die du für uns tust. Und natürlich immer ehrenamtlich, und das ist ja so wichtig beim HC Erlangen, dass dieses nicht ausstirbt, sondern immer noch da ist. Und zum Zweiten an Ralf Kosvara, der sich hat nicht nehmen lassen, muss man schon sagen, auch hier die Spielerpartnerschaft wieder zu übernehmen. Ralf Kosvara, das muss ich schon nochmal betonen, ist ja nicht nur großer Sponsor, er ist auch Vizepräsident des e.V., er ist stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Trägergesellschaft des Bundesliga-Handballs, er ist Gesellschafter und er ist sogar Mitglied im e.V. seit kurzem. Also das muss ich schon auch nochmal sagen. Herzlichen Dank. Ja, das waren die einleitenden Worte. Sie müssen noch ein bisschen ertragen, dass wir vom Allgemeinen zum Besonderen kommen. Und jetzt gebe ich zunächst erstmal Ralf das Wort, bis wir ganz am Ende zur Katze kommen. So, wir haben ja eine wunderbare Saisonabschlussfahrt nach dem Abstieg gehabt. Ich glaube, das zeigt auch schon die Besonderheit des HC Erlangen, dass ich selten so ein tolles Event erlebt habe wie nach dem Abstieg aus der ersten Liga. Und da haben wir schon gewitzelt, wie lange es dauert, bis Katze wieder kommt. Und wir hatten jetzt wirklich mehr Glück als Verstand, dass die Konstellation in Kiel so ist, dass es überhaupt möglich war, dass Katze wieder nach Erlangen kommt, weil letztendlich er, denke ich, allen gezeigt hat dort, was er kann, auch viel mehr gespielt hat, als er es eigentlich für möglich gehalten hat, denke ich, vor der Saison. Und ja, was soll nach Kiel noch kommen? Das kann nur der HC Erlangen sein. Danke, Ralf. Als Nächster, ich habe ja gesagt, vom Allgemeinen zum Besonderen, unser Manager Stefan Adam, bitte. Ja, auch wir stellvertretend für den, in Anführungsstrichen, für den sportlichen Bereich freuen uns natürlich riesig, dass es uns gemeinsam gelungen ist, Nico wieder davon zu überzeugen, vom großen THW Kiel zurückzukommen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass er ohne Eingewöhnungszeit im Sommer wieder sich schnell hier zurechtfindet und in die Mannschaft integrieren wird. Und ich bin der Meinung, dass er perfekt auch
zu Mario Hundstock passt. Das sind zwei unterschiedliche Typen, die aber trotzdem beide sehr emotional sind. Der eine trägt es etwas mehr nach außen, mein Nebenmann hier, der andere frisst es etwas mehr in sich hinein, aber ich glaube, es passt einfach perfekt. Und nachdem klar war, dass Nico eben zum Saisonende den THW wieder verlassen wird, war natürlich die Frage, was passiert. Und natürlich haben wir immer Kontakt gehabt und waren natürlich schnell dabei, auch zu überlegen, wie das Ganze aussehen kann, ihn wieder direkt zurückzuholen. Es gab leider dann in dieser Phase, muss ich sagen, natürlich auch zahlreiche Konkurrenten, die, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, wie die Torhüter-Situation in der Bundesliga sich gestaltet, kann das nachvollziehen. Es haben viele Torhüter gesucht, auch viele vermeintliche Spitzenclubs, und da gab es doch ziemliche Konkurrenz, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es uns gelungen ist, trotz monetär sicherlich vielleicht auch sogar noch dem einen oder anderen besseren Angebot, ihn davon zu überzeugen, wirklich hier zurück zum HC Erlangen zu kommen. Und wer ihn kennt, weiß, dass er das sicherlich mit dieser Entscheidung mit ganzem Herzen getroffen hat. Und deswegen sind wir wirklich sehr glücklich, dass er jetzt heute wieder hier ist. Dann geht er ja nochmal wieder für ein paar Monate, will sich sicherlich in Kiel aber auch noch entsprechend verabschieden. Die haben ja da noch einiges vor, auch da kannst du gleich selbst nochmal von erzählen. Im Sommer ist er dann wieder da, wo er hingehört. Danke, Stefan. Robert, jetzt ist es kein Schwede geworden, nur ein alter Schwede aus der Nähe fast schon, aber eigentlich ein griechischer Westdeutscher. Bist du damit zufrieden? Ja klar, wir freuen uns auf jede gute Spiel, auch was wir kriegen können, und das haben wir gekriegt. Das hat John Katze hier gezeigt, hier auch in Kiel, und wir freuen uns auf nächste Saison, und wir werden einen super Gespann machen zusammen. Man erkennt ja, dass die beiden Torleute sich unterscheiden, indem sie, oder sagen wir andersrum, sie gleichen sich, weil sie, glaube ich, beide ein Zöpfchen, also im Pferdeschwanz tragen, weil sie unterscheiden sich, weil der eine blond und der andere schwarz ist. Also kann man es auch von hinten unterscheiden. Oder stimmt's? Was sagst du dazu, Nico? Oder trägst die Haare ein bisschen kürzer als bisher, oder? Ich glaube, am einfachsten geht's an der Hose zu unterscheiden, glaube ich schon. Ich glaube, Mario hat auch ähnlich lange Haare wie ich, und ich denke, man soll dann auch die Hose gucken, um zu gucken, ob man sich unterscheiden kann. Nee, schönen guten Tag. Ich freue mich riesig, wieder zurück in Erlangen zu sein, und es ist wirklich eine tolle Sache. Ich habe den HC Erlangen immer weiter verfolgt, wie die Entwicklung war, und wenn man sieht, welch großes Potenzial einfach in dem Verein steckt. Viele Vereine können so einen Abstieg, wie es passiert ist, nicht so einfach verkraften, und der HC hat das hervorragend gemacht, hervorragend gearbeitet, mit dass sie in der Halle geblieben sind und weiter an dem Kader gefeilt haben. Das ist für mich als Spieler auch wichtig zu sehen, dass halt die Parameter da sind, dass der Verein hat eine große Fanbasis, der Verein hat eine hervorragende Halle, einen guten Trainer, gutes Management, Leute, die einfach Ziele haben und wissen wollen, dass sie etwas erreichen wollen. Und das ist für mich als Spieler auch, wo ich gerade beim THW Kiel bin und sehe, dass halt Professionalität eine Menge ausmacht, auch etwas, wo man hin möchte, wo man sich weiterentwickeln will. Und das sind halt einfach die Sachen, wo ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Idee ist, zurück nach Erlangen zu gehen. Also ich kann's erzählen, ich habe viele andere Anfragen gehabt von Vereinen und habe mich mit meiner Frau am Ende zusammengesetzt, nachdem wir alle Angebote gehört haben, und habe gesagt, du mach mal eine Liste fertig mit deinen Nummer 1, 2, 3 Vereinen, was du für am besten hältst, und ich mache das auch, damit wir so unabhängig davon gucken, wie es halt aussieht. Und am Ende, als wir die Liste vor uns liegen hatten, war bei beiden der HC Erlanger Nummer 1, und ich denke, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Bevor ich die Pressevertreter um ihre Fragen bitte oder Gelegenheit gebe zu fragen, noch eine ganz persönliche Bitte, die mir am Herzen liegt. Ich bin ja hier der Auswärtsfahrten-Experte, und ich wünsche mir jedes Mal einen Support auswärts, weil wir
weil wir immer nur mit diesem Support so richtig erfolgreich waren. Ich bin ja immer mit dabei gewesen und jetzt sind doch ein paar Fans da. Ich weiß nicht, ob sie sich alle angemeldet haben. Ich weiß, man muss wahrscheinlich mindestens einen halben Tag Urlaub nehmen, aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sich auch hier Leute finden würden, die mit uns unserer Einladung folgend mit nach Rostock am 10.2. fahren wollten. Das in eigener Sache zum Abschluss dessen, was wir gesagt haben. Vorne liegen die Anmeldeformulare aus und jeder Einzelne, ich glaube, wir sind schon 27 Leute, was ich für großartig finde, und jeder Einzelne würde mir persönlich, aber auch der Mannschaft eine ganz große Freude bereiten, denn wie gesagt, nochmal, wir müssen ja auch dahin kommen, dass Katze mit uns in der ersten Liga spielt und dazu sind die Auswärtsspiele ein Schlüssel, wir haben noch 11 Stück und dieser Schlüssel kann wirklich, oder der, die Fans geben uns dazu den Support, den wir brauchen, um dort auch zu gewinnen. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Also meine Bitte, wer noch nicht dabei ist, bitte drüber nachdenken. Sprechen Sie mit Ihren Freunden, Nachbarn, Verwandten, Kindern, Eltern. Kommen Sie mit und unterstützen Sie den HC Erlangen Rostock. So, und jetzt die Fragen an die Presse. Umgekehrt. Die Presse, die Fragen an uns, so war's. Ich hätte auch ein paar. Stefan hätte ein paar Fragen an die Presse. Nico, es wurde jetzt häufiger erwähnt, viele Vereine waren an dir dran. Wie viele waren es genau und was hat letztlich den Ausschlag gegeben, dass du nicht, wie der Stefan Adam angedeutet hat, die vielleicht finanziell lukrativeren Angebote gewählt hast? Also ich habe mit 4 anderen Vereinen verhandelt. Ausschlaggebend für Erlangen ist, wie ich gerade halt schon gesagt habe, dass ich A, den Verein auch kenne und weiß, dass er hohe Ziele hat. Ich weiß, dass auch einiges dahinter steckt. Viele Vereine haben auch die gleichen Ziele und sagen, sie wollen sich etablieren und wollen guten Handball zeigen. Aber dadurch, dass ich halt schon ein Jahr hier gespielt habe, weiß ich einfach, dass es in Erlangen gegeben ist. Wir haben Leute auch in unserem Aufsichtsrat, wo man sonst auch nicht so einen Einblick hat, die einfach Ziele haben, die auch noch nachlegen können und Ehrgeiz haben. Und das ist als Spieler auch, wie gesagt, für mich ein wichtiger Faktor, dass ich einen Verein habe, der sich entwickeln will. Und ich glaube, dass ich da sehr helfen kann. Wie lange hast du dann letztlich überlegt und bis die Entscheidung getroffen war? Vom ersten Kontakt, vom ersten Konkreten? Ja, es hat schon eine Weile gedauert, weil es halt auch einfach 4 verschiedene Parteien gab, womit man auch erstmal in dem starken Terminplan vom THW Kiel auch erstmal einen Zeitpunkt finden muss, wo man sich unterhalten kann. Was meistens über Telefon passiert, aber wo es besser ist, wenn du dich persönlich triffst. Aber von dem ersten Gespräch zur Entscheidungsfindung sind sicherlich 2 Monate vergangen. Herr Adam, wann haben Sie Mario Hunstock informiert über seinen zukünftigen Partner? Ja, diese Woche. Also es ist bei uns üblich, dass wir die Mannschaft natürlich vor den Medien informieren. Also logischerweise weiß die Mannschaft Bescheid, dass Nico im Sommer wieder zu uns stößt. Und es ist auch üblich, dass die Spieler auf der betreffenden Position nochmal etwas ausführlicher informiert werden. Ich habe sowohl mit Jan Stochel als auch mit Mario Hunstock natürlich über die Situation gesprochen. Als Ergänzung dazu muss man ja noch erwähnen, dass Jan Stochel uns entsprechend am Saisonende nach 3, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt, sehr erfolgreichen Jahren wieder verlassen wird und gerade noch auf der Suche ist nach einer neuen sportlichen Herausforderung. Aber auch er ist ja sehr vernünftig mit umgegangen und professionell. Also da besteht auch kein Zweifel daran, dass der bis zum Saisonende noch Vollgas gibt. Und Mario freut sich auf seinen neuen Partner. Und ich glaube, beide wissen, dass sie ihre Spielanteile bekommen werden. Herr Katsianis, haben Sie Ihren Ausgehanzug von der Firma Murk noch? Den habe ich wirklich noch. Der hängt noch bei mir im Schrank. Den habe ich bewusst nicht abgegeben. Genau. Passt er noch, war die Frage, Nico. Die würde mich auch interessieren, die Antwort. Ich weiß auch, dass ich glaube, Nico Link hat seine Hose mal verloren und hat mich gefragt, ob ich eventuell mal ihm meine leihen könnte. Die Frage ist, wie man eine Hose verliert. Robert, die Frage an dich. Es wurde gerade angesprochen, die Torhüter sind sich sehr ähnlich emotional, beides Emotionstorhüter. Momentan ist es so mit Jan Stochel, dass man sehr konträre Torhütertypen hat. Begrüßt du das? Kann das ein Problem werden in irgendeiner Art und Weise, wenn man 2 sehr ähnliche Torhüter hat?
Ist das nicht besser, zwei verschiedene zu haben? Ich finde, die haben auch verschiedene Spielweise. Also 8 und so weiter ist ähnlich, aber Spielweise ist verschieden und das ist nur gut. Aber ihre emotionelle Art ist ähnlich. Das stimmt. Kannst du das ein bisschen näher erklären? Ja, das hat davon, wie man mit Arbeit arbeitet oder alleine und so weiter. Solche, da sind die verschieden und das müssen wir rausfinden, was am besten passt, welche Spiele und so weiter. Und das werden wir auch machen. Aber die haben schon einen verschiedenen Torwartstil oder Art. Also ich kann hinzufügen, dass das ein Thema natürlich war in ewig vielen Sitzungen, die wir besprochen haben. Und ich glaube, alle Experten bis zum Torwarttrainer waren sich darüber einig. Ich war daneben gesessen, dass genau die ideale Ergänzung bei den beiden Spielern dergestalt da ist, als dass der eine eben sehr emotional und sich viel bewegt und der andere, so habe ich es verstanden, eher länger wartet, bis er reagiert und damit die Torwarte gut zusammenpassen. Jedenfalls die Meinung sämtlicher Trainer bei uns im Trainerteam. Mikro. Nico, du kennst ja mittlerweile verschiedene Bundesliga-Vereine. Was macht den HC Erlangen so besonders für dich? Da ich selber ein sehr professioneller Spieler bin und mich extrem vorbereite, ist es natürlich wichtig, dass ich ein Umfeld habe, wo ich halt auf Gleichgesinnte treffe. Und wenn man sieht, was der HC in den letzten Jahren hier auf die Beine gestellt hat, sei es von der Öffentlichkeitsarbeit her, sei es was halt am wichtigsten ist von der Trainingsphilosophie. Ich meine, es ist auch gut zu wissen für mich als Spieler, dass ich weiß, wie Robert funktioniert, was er für ein System hat. Und das ist halt auch, fließt natürlich auch einen hohen Anteil mit in die Entscheidung mit rein, dass du weißt, dass jemand da ist, der einfach weiß, wie Handball funktioniert und mit dem ich glaube, dass man auch Erfolg oder dass wir Erfolg haben werden. Nico, die Zusammenarbeit mit Mario Hunstock, hast du schon mal mit ihm zusammen gespielt, irgendeine Auswahlmannschaft, irgendwas dergleichen, oder kennst du nur als Gegner? Also in so vielen Mannschaften, wie ich schon gespielt habe, bin ich bis jetzt noch nicht auf Mario Hunstock getroffen. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist im Moment nicht der Fall. Dann darf ich allen, die gekommen sind, heute danken, unseren Fans, der Presse, dass sie uns und vor allem Katzes Rückkehr den würdigen Rahmen gegeben haben. Herzlichen Dank. Und lassen Sie uns jetzt gemeinsam, ich wiederhole es nochmal, in die Rückrunde gehen, um das noch zu schaffen, was notwendig ist, nämlich den Aufstieg. Und das ist noch ganz viel Arbeit. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis spätestens zum Spiel gegen Schwartau. Ich hoffe vorher in Rostock. Tschüss.